Hey Leute, ist Jochen, willkommen auf meinem Kanal. Solange ich sie noch alle drei habe, das wird sich demnächst ändern, wollte ich mit euch einmal über die drei Nifty-50-Optionen von Fujifilm reden. Das heißt, das alte 35mm f1.4, das mittelalte 35mm f2 und das nagelneue 33 f1.4. Welches von denen mich wohl verlassen wird, erfahrt ihr gleich. Steigen wir mal kurz ein in die drei Objektive, die wir hier haben. Also hier haben wir zum einen den echten Klassiker, das 35mm 1.4 von Fujifilm. Deswegen Klassiker, weil es gleichzeitig mit den ersten Kameras im System rausgekommen ist. Mittlerweile schon 10 Jahre auf dem Buckel, also demnächst im Januar hat es 10 Jahre auf dem Buckel. Dann haben wir das Kompaktwunder, das 35mm f2, das ist nicht ganz so alt, erschienen 2015. Und dann haben wir den neuen Star am Nifty 50 Himmel, das ist das niegelnagelneue 33mm f1.4. Angekündigt vor 2 Monaten, jetzt schon in meiner Hand. In der Tat hatte ich Glück. Ich war einer der ersten, die eins gekriegt haben. Das hatte nichts mit Marketing oder Fujifilm Bevorzugung zu tun. Das habe ich selber gekauft. Steigen wir mal so ein bisschen in den Vergleich ein. Wie sieht es mit Größe und Gewicht aus? Fangen wir mit dem kleinsten an. Das 35 f2 hat eine Länge von ungefähr 4,6 cm, Durchmesser 60 mm, 170 Gramm. Das 35 1.4 ist das mittlere in dem Fall, hat eine Länge von ungefähr 5,0 irgendwas, 4 cm, Durchmesser 65 mm, 187 Gramm schwer. Und jetzt hier dazu im Vergleich ein echter Klopper, das 33 1.4 mit einer Länge von 7,24 cm, einem Durchmesser von 67 mm und einem Gewicht von immerhin 360 Gramm. Also, wer es gerne leicht und kompakt haben möchte, der ist mit dem 33 1.4 von den drei Optionen am schlechtesten aufgestellt. Aber tolle Verarbeitung, Riesenvorteil beim 35 f2 und beim 33 1.4 ist natürlich die Wetterversiegelung. Ich finde die Blendenringe bei den beiden Objektiven auch echt gut. Beim 18 1.4 war ja so ein bisschen die Kritik, dass der Blendenring zu locker ist, das beim 33 dann nicht mehr der Fall. Beim f2 35 war das noch nie der Fall. Beim F1.4, beim alten, ist er mir ein bisschen zu filmschig. Also es klickert wenig und der geht auch für mein Gefühl ein bisschen zu leicht. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich das jetzt schon eine ganze Weile habe. In Sachen Kompaktheit ist ganz klar der Gewinner, also das 35 F2. Insgesamt natürlich das alte 35 1.4 vom Gehäuse her. Ja, ist schön kompakt, das auf jeden Fall, ist auch einigermaßen leicht, aber fehlende WR ist halt hier auf jeden Fall ganz klar ein Nachteil. Kommen wir mal zum Fokus. Die unterscheiden sich ja relativ massiv in der Autofokus-Performance. Das 35 1.4 ist wirklich nicht mehr State of the Art. Das muss man ganz klar sagen. Ist mit den neueren Kamerabodies auf jeden Fall besser geworden. Aber im Vergleich zum F2, was ich immer super schnell und super angenehm fand, kommt es halt einfach überhaupt nicht mehr mit. Und noch weniger kommt es mit beim Linearmotor der neuen 33 1.4-Version. Linearmotor heißt in dem Fall, dass die Linsengruppen hier drin magnetisch bewegt werden. Das ist ultra leise, das ist ultra schnell. Es ist auch ein internes Fokussystem, das heißt, gegenüber dem alten 35 1.4 fährt hier auch nichts mehr aus oder bewegt sich. Ist wie gesagt unfassbar schnell und leise und ist tatsächlich auch nochmal eine Spur besser als die 35 F2 Version, die schon ausreichend schnell ist. Aber gegenüber dem 35mm 1.4 ist die Autofokus Performance vom 33er ein absoluter Quantensprung, kann man wirklich nicht anders sagen. Zum Thema Fokus gehört natürlich auch die Naheinstellgrenze, also ab welchem Abstand vom Sensor kann ich mit dem Objektiv scharf stellen. Das 35 1.4 hat eine Naheinstellgrenze von 28 cm, das 35 f2 von 35 cm und das neue 33 1.4 hat eine Naheinstellgrenze von 30 cm, liegt hier also im Mittelfeld, ist aber natürlich auch 2 mm weitwinkliger. Was die optischen Eigenschaften angeht, viel diskutiert wurde ja darüber grundsätzlich, warum
das 35er überhaupt durch ein 33er ersetzt wird, hat man nicht so richtig verstanden. Eine ähnliche Diskussion, warum das 18er neben dem 16er noch existieren soll. Eine mögliche Erklärung ist natürlich, dass man mit einem 33 mm im APS-C-System eigentlich ein echtes 50 mm hat. Streng genommen ist es nämlich so, der Crop-Faktor bei Fuji APS-C ist eigentlich 1,53 und wenn man das wirklich mal multipliziert, dann ist ein 35er eigentlich ein 53,5 mm Kleinbild, aber ein 33er ist ein 50,4 irgendwas Millimeter im Kleinbild. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ehrlich gesagt zum ersten Mal Nifty 50. Eine andere mögliche Erklärung, die ich gehört habe, war, dass gegebenenfalls wirklich auch die Kompaktheit der Linse gelitten hätte, hätte man wieder ein 35er daraus gemacht. Vielleicht war das hier so der Sweet Spot zwischen einem einigermaßen kompakten Gehäuse und einer großen Blende, einer großen Offenblende. Das wäre eine mögliche Erklärung. Ich komme mit dem weitwinkeligeren genauso gut klar wie mit dem 35. Kommen wir zur Offenblende. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. Ganz ehrlich, eigentlich für Streetfotografie, für alles, was man so reportagemäßig macht, ist ein 35 f2 ehrlich gesagt ausreichend. Insbesondere wetterfest, klein, das günstigste, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber natürlich ist es halt eben eine Blende weniger als 1,4. Und um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, eine 1,4 im Gegensatz zu einer F2, also eine ganze Blendenstufe, bedeutet, dass bei einem 1,4er in der Offenblende doppelt so viel Licht durchfallen kann wie bei einer F2. Und das kann im Einzelfall natürlich schon echt eine ganze Menge ausmachen. Ein Unterschied zum alten 35 1,4 ist, dass das neue 33er 1,4 wirklich auch in der maximal offenen Blende knackscharf ist und auch an den Rändern nicht abfällt. Ich bin kein Pixelpieper, was das angeht, aber das ist selbst mir aufgefallen. Ich habe ja immer vom magischen Charakter der 35-1,4 Linse gesprochen. Ich habe auch immer gesagt, dass das wahrscheinlich optische Unzulänglichkeiten sind. Hat mir auch immer wirklich gut gefallen eigentlich. Aber wenn man sich das dann tatsächlich mal hiermit im Vergleich anguckt, muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall der professionellere Look. Das 33-1,4 ist auch unglaublich kontrastreich in der Offenblende. Das haben andere schon getestet. Ich habe mir das dann auch in den Tests entsprechend angeschaut. Das scheint tatsächlich so zu sein. Auch das konnte man vom alten 1,4er nicht unbedingt behaupten. Wo wir jetzt eben davon gesprochen haben, dass das 35-1,4 einen magischen Charakter hat, könnte man gleichermaßen davon ausgehen, dass dem neuen irgendwie Charakter fehlt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, für mich tatsächlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe jetzt das erste Porträt-Shooting mit der 33-1,4 hinter mir und ich muss sagen, es hat mich, was die Bildqualität, den Bildeindruck angeht, eher umgehauen, als dass ich da irgendetwas vermisst hätte. Das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Auch in der Streetfotografie habe ich bisher echt schöne Bilder damit gemacht. Ich habe einen Fotowalk veröffentlicht neulich. Müsst ihr mal gucken, das vorletzte Video war das, glaube ich. Das hängt unter anderem offensichtlich damit zusammen, dass Fuji diesen Objektiven eine höhere Auflösungsfähigkeit verpasst hat. Es soll ja in der kommenden Saison, sage ich mal, Anfang des Jahres beginnt mit der rumorten Fujifilm X-H2 eine andere Sensorengeneration kommen. Man munkelt, dass die bis 40 Megapixel hochgehen könnte. Die neuen Linsen, also das 18-1,4, das 23-1,4 und das 30-1,4 sollen halt eben darauf ausgerichtet sein, solche hohen Auflösungen wie in der kommenden Sensorengeneration halt auch darstellen zu können. Was das technisch heißt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass in den 10 Jahren seit dem Erscheinen des 35-1,4 sich da eine ganze Menge getan hat. Die Bildqualität ist aber auch einfach jetzt schon wirklich spürbar anders. Kommen wir mal kurz zu etwas sehr Weltlichem, nämlich zum Preis. Nach wie vor, der Preis-Leistungssieger ist ganz klar das 35 f2. Das kostet noch ungefähr 400 Euro. Immer klare Kaufempfehlung von mir als Einstiegslinse ins System. Wenn man mit einem Nifty 50 durch die Gegend ziehen will. Vielleicht eine kleine kompakte Kamera hat wie die XE4. 35 f2 würde ich auch nicht hergeben. Ist einfach eine super tolle Einstiegslinse. Das 35 1,4, das alte, kostet immer noch ein Hunderter mehr als die schnellere, wetterversiegelte, aber etwas langsamere im Sinne von Blende Linse. Also man muss ungefähr 500 Euro neu ausgeben fürs 35 1,4. Man liegt also im Mittelfeld. Und ja, die teuerste Linse von allen ist halt eben natürlich die neue 33 1,4 von Fujifilm.
Film mit immerhin circa 800 Euro. Das lohnt sich vielleicht nicht für jeden. Aber wenn man mal überlegt, was man dafür kriegt, ein Linearmotor, Wetterversiegelung, immer noch ein kompaktes Design, toll verarbeitet, vernünftiger Blendenring. Übrigens Blendenring auch hier wieder mit dem Arretierungsknopf, den die neuen Linsen alle haben. Das ist auf jeden Fall eine tolle Linse. Nicht als Einstieg, nicht für jemanden, der Gelegenheitsfotografie macht, aber für jemanden, der ambitionierter Hobbyfotograf ist oder für einen Profi, ist das auf jeden Fall eine tolle Investition. So, ihr seht vielleicht, fürs Fazit habe ich sogar noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Ich möchte euch jetzt mal gerade einen kurzen Überblick geben über die drei Linsen, abschließendes Fazit und für wen ist welche Linse gedacht. Fangen wir mal so ein bisschen in der umgekehrten Reihenfolge an, nämlich mit dem 3314. Ich finde, Fujifilm hat hier einen super tollen Job gemacht, um das System zu ergänzen, denn eine Ergänzung ist es ja. Das 3514 wird im System bleiben, laut Fujifilm. Das 33er hat eine tolle Bildqualität, es hat alle Features, die man sich nur wünschen kann in so einer Linse und die das alte schmerzlich hat vermissen lassen. Super Autofokus, Wetterversiegelung, der Arretierungsknopf am Blendenring und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Grund ist, man kauft sich eine tolle Bildqualität ein. Alle Features dieser Linse machen die vermeintliche Magie des 3514 wirklich wett. Einziger Nachteil, es ist halt aktuell noch ziemlich teuer. Und deshalb würde ich sagen, wie schon eben erwähnt, ambitionierte Hobbyfotografen, Profis werden mit dieser Linse, insbesondere im Hinblick auf die neuen Kamerasensoren, vermutlich wahnsinnig viel Freude haben. Das 35F2 bleibt meine ganz klare Empfehlung für jeden, der ins Fujifilm-System einsteigt oder überhaupt mit der Fotografie anfängt. Eine tolle Normalbrennweite, das Standardobjektiv schlechthin. Günstiger Preis, knapp 400 Euro noch. Wetterversiegelung, kompakte Größe, leicht. F2 ist für die allermeisten Fälle wirklich ausreichend. Knackscharf, schneller Autofokus, habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Also ganz klarer Preis-Leistungssieger. Und bei mir wird sie auch im System bleiben, auf jeden Fall, weil ich einfach so eine kompakte Linse auf Reisen am Strand. Wenn ich mehrere Linsen mithaben muss, ist die F2-Reihe ohnehin mein Standardzeugs. Also die wird auf jeden Fall auch bei mir bleiben und ich kann sie euch nur ans Herz legen. Super Ding. Dann last but not least das 3514. Natürlich hat mit Erscheinen einer neuen Linse im Line-Up ein solch tolles Objektiv seine Magie nicht verloren. Ist ja völlig klar. Wird jetzt auf jeden Fall im Preis fallen mit dem 3314. Insbesondere gebraucht wird sie günstig zu haben sein. Wer mit der Autofokus-Performance klarkommt, die jetzt wirklich nicht mehr up-to-date ist, das muss man einfach sagen. Fehlende Wetterversiegelung, aber ansonsten super kompakt, toll, lichtstark, toller Charakter. Also wenn ihr was Günstiges mit künstlerischem Anspruch sucht für beispielsweise tolle Porträts, dann ist jetzt der Moment, um zuzuschlagen. Ich glaube, dass die ganz massiv auf dem Gebrauchtmarkt jetzt geschwemmt wird. Zum Beispiel auch meine. Ja, ich muss jetzt schon ganz ehrlich sagen, ich muss mich jetzt von der verabschieden. Ich kann 350mm Äquivalente einfach jetzt nicht mehr verantworten. 3314, das ersetzt halt einfach alles, was ich an dem 3514 nicht mochte und darüber hinaus ist es halt eine ganz tolle Linse mit einer ganz tollen Bildqualität und deswegen werde ich mich vom alten 3514 jetzt leider verabschieden. Grundsätzlich darf man auf jeden Fall gespannt sein, was Fuji mit dem neuen Linsen- und Objektiv-Line-Up jetzt in Zukunft so macht. Insbesondere im Zusammenhang mit den eben schon erwähnten gerüchteten 40-Megapixel-Kameras. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was ist mit euch? Tauscht ihr einzelne Linsen aus eurem Setup aus durch die neue Objektivgeneration? Was haltet ihr von dieser Ergänzung? War das überfällig nach 10 Jahren? Haltet ihr das für übertrieben? Machen für euch die Features der neuen 1.4er-Reihe die Linsen obsolet, die ihr habt. Was erwartet ihr von den neuen Kameras im Kontext mit diesen Linsen? Ich freue mich auf jeden Fall auf regen Austausch. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Seid bitte so freundlich, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da. Wenn ihr Bock habt, gebt mir einen Kaffee aus auf buymeacoffee.com. Mein Buch kommt nächste Woche, da werde ich sicherlich dann auch nochmal hier in Erscheinung treten. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, ich werde auf jeden Fall von mir hören lassen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Geht Leuten aus dem Weg, lasst euch impfen. Wir sprechen uns bald. Bis dahin. Ciao.